wichtig dabei ist zu beachten, dass es jeweils immer für den Kalendermonat gilt und nicht dann einen Monat lang ab Erwerb. Wir werden in dem betreffenden Zeitraum einfach dann natürlich einen verringerten Abonnementpreis abbuchen. Wie wird das an der Basis vor Ort aussehen, gerade was die ganzen Automaten angeht? Das 9-Euro-Ticket groß im Gespräch, beschlossen werden muss es allerdings noch. Aber Cottbus Verkehr bereitet sich vor, inwiefern? Ja, insofern, als dass wir natürlich die ganze Vertriebstechnik entsprechend umstellen, das ist das eine. Und zum anderen natürlich auch, dass wir nach Wegen gesucht haben und die auch gefunden haben, wie es für unsere Kundinnen und Kunden möglichst einfach ist. Also das Ziel war von vornherein, dass unsere Kunden und Kunden im Wesentlichen nichts machen brauchen. Zumindest alle, die ein bestehendes Abonnement haben, nicht kündigen. Wir werden in dem betreffenden Zeitraum einfach dann natürlich einen verringerten Abonnementpreis abbuchen, der dann eben genau diesen 9 Euro nur entspricht, sodass da auch keine Zusatzkosten oder zusätzlicher Aufwand wie irgendwelche Anträge, Formulare, irgendwas auf unsere Kunden und Kunden zukommen. Schwieriger wird es noch bei Semestertickets und bei den VOB-Firmentickets zum Beispiel. Da müssen wir wirklich noch ein bisschen gucken, wie wir dort ein eventuelles Erstattungsverfahren oder ein Verrechnungsverfahren machen. Aber auch da ist das Ziel, dass es extrem unkompliziert sein soll, sodass es einfach für unsere Kunden keinen Mehraufwand gibt. Wie wird das an der Basis vor Ort aussehen, gerade was die ganzen Automaten angeht? Also wir werden das Ticket an unseren stationären Automaten an Haltestellen verkaufen, bei den Busfahrpersonalen, in unseren Kundenzentren natürlich am Hauptbahnhof und in der Stadtpromenade oder auch über die VBB-Handy-App Bus und Bahn. Dort wird es zu erwerben sein und auch in einzelnen Verkaufsagenturen. Das ist gar kein Problem. Und dementsprechend für alle, die es spontan ausprobieren möchten, können das gerne tun. Wichtig dabei ist zu beachten, dass es jeweils immer für den Kalendermonat gilt und nicht dann einen Monat lang ab Erwerb. Das heißt, wer es am 18. Juni kauft, kann es trotzdem nur bis zum Ende Juni verwenden. Was ich jetzt nicht rausgehört habe, sind die mobilen Automaten in den Bahnen anscheinend, ne? Genau. Bei unseren mobilen Automaten in den Straßenbahnen werden wir das nicht umsetzen. Das liegt einfach daran, dass es da auch eine besondere Vertriebstechnik ist und die jetzt tatsächlich für einen relativ kurzen Zeitraum von dann doch nur 3 Monaten umzustellen, wäre zu aufwendig. Und ich denke eigentlich, mit den Vertriebswegen, die wir haben, sind wir da extrem gut aufgestellt. Rechnet denn Cottbus Verkehr mit mehr Fahrgästen dadurch als Anreiz auch tatsächlich? Ist schwer zu sagen, müssen wir beobachten. Wir sind durchaus optimistisch, dass es der eine oder andere ausprobieren wird. Es gibt ja dann viele Möglichkeiten, dadurch, dass es bundesweit gilt. Das heißt, es gibt vielleicht die Möglichkeiten für Touristen aus Berlin, Dresden, Leipzig, aus diesen Richtungen mit dem Regionalverkehr hier, Regionalzug hier anzureisen und dann vielleicht mit Cottbusverkehr und unseren Regionallinien mal so ein bisschen die Lausitz zu erkunden, Sprung in den Spreewald zu wagen und sich das mal anschauen. Also das ist durchaus eine Möglichkeit, wo wir mit Zuwächsen rechnen können. Was den normalen Berufsverkehr, Pendlerverkehr, also die Leute, die es täglich nutzen, angeht, ist es schwer zu sagen, ob es da tatsächlich für große Steigerungen sorgen wird, einfach weil die Ferien sind, es ist Sommerzeit, viele Leute nutzen auch das Fahrrad oder gehen zu Fuß. Müssen wir schauen, wie sich das entwickelt.